Viele Zuschauer, darunter rund 3000 Schülerinnen und Schüler, sind am Donnerstag ins Kandelstadion in Wildeshausen gekommen, um sich das Fußball-Länderspiel der U16-Nationalteams aus Deutschland und den USA anzugucken. Und auch wenn Deutschland mit 0:4 die Partie verlor, war die Stimmung gut. Auch Kandel-Verwalter Wolfgang Sasse war zufrieden. Die Organisation habe wunderbar geklappt. Er hoffe, dass das Ereignis dem Mädchenfußball in Wildeshausen einen Aufschwung gibt, sagt Sasse.